Hey Leute, was geht? Hier ist wieder Deep Josh mit einem brandneuen Part von Pokémon Ranger 3. Spuren des Lichts. Wir waren hier letztens stehen geblieben und machen uns jetzt endlich mal auf in die Basis von den Pokénappern. Dafür muss ich jetzt einfach nur mit Reiko jetzt ein bisschen mal ranhalten und rein mit uns. Jetzt müssen wir erstmal auf. Danke Reiko. So, jetzt müssen wir erstmal auf die Basis. Bei dem Versteck der Pokémon-Napper hat es sich demnach um ein Unterseeboot gehandelt. Das bedeutet also, dass ich die ganze Zeit über darin eingesperrt war. Außerdem heißt es das auch, dass ich meine arme Stabtus noch daran befinden muss. Die anderen entführten Pokémon ebenso. Komm, lass uns ganz tollkühn durch die Luke in das Boot eindringen. Okay, lass uns mal reingehen und schauen, was uns dort erwartet. Oh, Achtung, Achtung! Das Unterseeboot ist bereit zum Ablegen. Alle Besatzungsmitglieder gehen bitte auf ihre jeweilige Posten. Das Unterseeboot hat sich offenbar gerade in Bewegung gesetzt und somit gibt es noch kein Zurück. Lass uns erst einmal nach ihrem Armführerin Azurauge Ausschau halten. Gut. Na okay. Dann machen wir uns direkt auf den Weg. Oh, auf jeden Fall gibt es hier wieder neue Pokémons. So, dann holen wir uns erstmal ein paar Pokémons hier. Ja, warum nicht? Wenn die hier schon drin sind. Okay, auf jeden Fall. Na egal, das ist mir jetzt gerade zu doof, dieses Aufladen-Ding zu benutzen. So. Ei. Weil ich es nicht brauche gerade. Gut. So. Gut, ein bisschen Punkte. Nee, wir brauchen das nicht. Auf jeden Fall brauchen wir es erstmal nicht, weil wir haben ja eigentlich genügend Zerschneider. Bin ich zumindest der Meinung, dass wir genügend Zerschneider haben. Da haben wir noch ein Pikachu. Ja, Pikachu will keiner haben. Gut, dann gehen wir einfach mal hier lang erstmal. Ja, okay, was haben wir hier noch? Ach, okay, never mind. Ich nehme Pikachu dann. Mir bleibt ja nichts anderes übrig, als jetzt erstmal zu gucken, ob das überhaupt Aufladung Rang 2 hat. Ja, auf jeden Fall. Ah, shit. Ah, Gott, ne. Okay. Das ist doof, diese Aufladung zu benutzen. Ah, oh, das Pikachu ist aber echt komisch drauf. Ja, darf ich jetzt auch mal was machen hier? Ja, okay, Pikachu, komm raus. So, okay, danke. Ich habe Pikachu gefangen. Perfekt. So, was hat es denn Schönes? Hat es Aufladung... Ah, nee, es hat nur Aufladung Rang 3, okay. Ja, aber trotzdem kann ich das gegen einen Pokémon austauschen. Zumindest Popenz erstmal. Freilassen. Tschüss, Popenz. Gut. Ja, wir haben 8 Punkte verloren. Da muss ich mal erstmal hier gucken, ob wir hier noch irgendwas finden. Oh, wow. Auf jeden Fall haben wir hier zumindest schon mal einen Shinox. Das war Luxio, meine ich. Luxio, hallo Luxio. Yay, Elektroattacke. Hast du es? So. Da will ich dich auch schnell einfangen. Zumindest versuche ich es gerade. Oh, das war klappt. Aber nur ganz knapp. Gut, wir haben es gefangen. Gut, überladen. Rang 2, perfekt. Wir brauchen aber 2 dafür. So, dann lassen wir mal kurz. Ja, wir lassen Togetic weg. Und nehmen dafür das Luxio mit. Gut. So. Auf jeden Fall war hier, glaube ich, noch irgendwas anderes. Denke ich mir mal gerade. Ach, da haben wir ein Papiro. Okay. Aber was? Das brauchen wir doch gar nicht. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein zweites Elektro-Pokémon hier. In diesem Lagerraum. Obwohl, ach, gehen wir einfach mal hier runter, erstmal. Ach, hier haben wir noch ein Luxio. Okay, was da ein bisschen wütend ist. Gut. Ja, Pichu, du darfst auch mal was machen. So. So. Und direkt gefangen, danke. Danke, Pichu, du bist gut. Du bist richtig gut. Gut, Fangleistung. Ah, perfekt. Wir nehmen es auf jeden Fall mit, weil wir es brauchen. Dafür, ja, Papunga. Tut mir leid.
Wir brauchen dich hier erstmal nicht. Gut, dann machen wir uns direkt wieder hier raus und nochmal. Ja, die müssen sich irgendwo auf dem Unterseeboot befinden. Ich weiß. Wir sind aber auch gerade dabei, es zu machen hier. Okay, jetzt schreit weiter rum. Ah, es hat einiges an Leben, muss ich zugeben. Also es brauchen wir echt lange für das Ding. So. Fangleistung A. Yay! Brand, Rang 1. Nee, ich lasse es lieber frei, weil ich brauche es nicht. Gut. Ja, ich hätte auch Kanimani wegschmissen müssen, aber ich mag Kanimani. Es soll immer bei mir bleiben. Auf jeden Fall soll es bei mir bleiben. Gut. So, dann haben wir jetzt die zwei Pokémons, die wir brauchen, um das Ding, das Tor aufzuladen. Also benutzen wir es dann auch direkt. Ja, wir müssen kurz auf mich klicken. So kann ich auch... Ja, ich weiß, zack. Ja, okay, beide habe ich eingenommen, gut. So, dann macht mal, ihr beiden. Ah, Mann, du stehst auch total im Weg gerade. Nein, du sollst es nicht aufladen. So. Gut. Du gehst erstmal dahin. Und du dahin. Danke. Ja, und jetzt hier beseitigen, bitte. Kann nicht so lange dauern. Gut. Dann haut mal rein, ihr zwei. Überlegt das Ding. Boom. Okay. Danke, ihr zwei. So. Danke, Freunde. Gut. So, dann können wir auch direkt weitergehen. Ich frag mich gerade, was hier Besonderes ist. Oh, Shiny Kamalad, ernsthaft? Die übertreiben hier. Ich werde mal rasch Verstärkung holen. Denn wir die zwei jetzt nicht aufhalten können, dann ist unser ganzes Vorhaben in Gefahr. Hey, ihr, kommt bitte ganz schnell. Wir brauchen eure Hilfe. Worum geht es denn? Oh. 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 Das sind Ranger ja schon. Ja, okay. Hey du, hattest du etwa Sehnsucht nach uns? Pokémon. Sollen wir wieder als Geisel nehmen? Hm? Nein, im Gegenteil. Da ich ein guter Kinderstube hatte, bin ich rasch gekommen, um mich für die nette Bewirtung neulich zu bedanken. Du musst auch immer das letzte Wort haben. Wie? Selbst eine Einfallspisse wie dir sollte das angesichts unserer kleinen Überzahl anleuchten, dass ihr nicht den Hauch einer Chance habt. Aber wie es auch heißt, noch gleich, wer nicht hören will, muss führen. Oh Gott, jetzt übertreiben die Leute. Das ist jetzt übertrieben. Und wie soll ich das hier bewerten? Ja, okay. Wie soll ich das hier schaffen? Das ist jetzt die große Frage. So, auf jeden Fall können wir... Versuche ich das Ding hier erstmal zu kriegen. Ja. Boah, Mann. Ich krieg das einfach nicht dazwischen. So, es ist wieder alleine. Ah, es ist fast alleine. Boah, Mann. Gut, das erste haben wir schon mal hinter uns. Dann schnappe ich mir jetzt das nächste. Okay, du meldest dich freiwillig. Gut, dann wissen wir Bescheid. Aber auf jeden Fall ist es nicht so schwer, wie das aussieht hier. Es sind zwar 6 Pokémon, aber es geht eigentlich. Wenn ich das jetzt auch mal gescheit hinkriegen würde. So. Ja. Wenn die nicht so viel kuscheln würden, es wäre viel einfacher. Bin ich zumindest der Meinung. So. Gut. Kann das Ding jetzt mal aufhören zu kuscheln? So, das haben wir gefangen. So, dann... Kann ich euch auch 3? Ne? Okay, jetzt habe ich Schaden erlitten. Das ist. Ja, Pichu, du darfst auch mal was machen. Dann haut mal rein. Oh Gott, Pichu macht überhaupt nichts an den Dingern. Okay, doch. Aber es hilft nicht so viel. Das ist das Problem. Ich muss das ja alles selbst machen hier. Scheiße. Cheat. Ich habe 3 Schaden erlitten. Aber das macht nicht so viel aus. Ich krieg das Ding hier noch. Gut. Du gehörst mir.
So. Shit, ich krieg zu viel Schaden rein. Das ist unnötig. Okay. Ich krieg das hier hin. Ja, Pichu, du darfst auch noch schnell was machen, wenn ihr gerade dabei sind. So, auf jeden Fall hole ich mir das Ding erstmal. Und dann schnappe ich mir das Ding und... Und du bist auch dran. Gut. Oh, Mann. Das hat ja gedauert hier. Oh mein Gott, 4500 Punkte. Ernsthaft? Oh, zertrümmern Rang 3. 2, okay. Gut, dann wissen wir Bescheid. Süße Ba... 6. Naja, selbst unsere Chefin hat ja gegen die beiden recht alt ausgesehen, nicht wahr? Ich werde die gesamte Mannschaft umgehend darüber in Kenntnis setzen, dass ihr die Ranger euch hier in das Unterseeboot eingeschmuggelt habt. Oh nein, wir haben Probleme. Na, das kann doch nicht angehen. Okay. Auf jeden Fall brauche ich jetzt mal meinen Watti. Ach so. Ach, wir haben ein volles Leben. Ach ja, war Level Up. Vergessen. So, was haben wir denn? Pichu! Ja, was hast du denn, Pichu? Wieso gehst du da lang? Pichu? Hast du hier irgendwas gefunden? Okay, dann gehen wir mal Pichu direkt nach. Und schauen, was uns dort noch erwartet. Pichu, okay. Hast du da irgendwas in der Kajüte, was... Ja, okay, sagt... Da ist da was drin. Was ist denn in diesem mit diesem Käfig? Aus den inneren Käfig sind ja schwache Stimmen von Pokémon zu hören. Lass uns die Pokémon aus dem Käfig befreien. Und was brauche ich dafür? Ach, Mist. Ich brauche noch einen Pokémon, was das... Wart mal kurz. Nee, das war andersrum. Ich muss nämlich... Ah, Mann, ich kann ein paar Punkte nicht rufen. Cheat. Ah, Mist. Ja, okay, ja, ich weiß, wie Mist das... Aber hast du hier irgendein Pokémon gesehen, was noch das Schneider kann? Ich auf jeden Fall erstmal nicht. Aber dafür können wir ja nochmal eben kurz zurückklatschen. Und mal gucken, ob wir da noch irgendwas finden. Ich hoffe zumindest, dass ich da noch was... Oh, nevermind. Hier haben wir ja welches. Sogar zwei. So, du bist gleich gefangen. Skokro, ich brauche dich jetzt. Stell dich nicht so an. Danke. Zittet ja immer diese Skokros, die immer meinen, nee, ich will nicht gefangen werden. Nee. Okay. So. Dann nehmen wir zur Sicherheit das Sandama noch mit. Warum auch nicht? Hallo, Sandama. Und es schmeißt wieder mit Steinen um sich. Oder Sand. Das ist ja eher Sand. Gut. Und gefangen. Gut. So, Sandama gehört uns. Oh, es hat sogar Rang 3, ist der Schneider. Das ist gut zu wissen. So, und dann machen wir uns mal direkt auf den Weg hier raus. Wäre eventuell cool, wenn wir jetzt das schnell hinkriegen könnten. Und dann schauen wir mal, wie wir die Pokémons daraus befreien mit der Schneider. Hm. Gut, auf geht's. Okay, zack. Und ja, Skokro, du darfst auch mal was machen. Gut, auf geht's jetzt zwei. Tut mir jetzt ein bisschen leid über Reptane, aber... Ja, der macht gute Arbeit. Auf jeden Fall. So. So, dann danke ihr beiden. Auf jeden Fall kann man Reptane immer wieder mitnehmen. Gut. Oh, was haben wir denn da drin? Pichus. Merrill, Osaring. Hey, da haben wir ja alle gefunden. Pichu! Yay! Okay, die freuen sich alle. Ziemlich, dass man sie befreit hat. Das sind ja alle Pokémon, die von der Isla durch Ziel hierher verschleppt wurden. Ich bin so froh, dass wir die Freunde wiedergefunden haben, Pichu. Pichu! Stara! Oh, sogar Stara Raptor ist da. Stara Raptor! Sie hat dich also mit den anderen eingefercht, nicht? Und auch deine Verletzung ist noch nicht immer ganz ausgeheilt. Aber es wird schon wieder. Lass uns losgehen. Gut. So, dann haben wir alles befreit. Ich habe zuerst noch etwas Wichtiges zu legen. Meine Pokémon. Aber ich werde euch später ganz sicher von hier abholen kommen.
Ihr habt mein Ehrenwort. Also bleibt schön hier und wuselt nicht so wild durch die Gegend herum. Pichu! Okay. Offenbar haben sie verstanden, was ich meine. Lass uns ja schnell weiter zu Azurauge suchen. Gut. Dann machen wir uns direkt auf den Weg, Azurauge, das Handwerk zu legen. Oh nein, nicht so ein doofes Rätsel. Zwirbklopp, schalte diesen Ranger aus. Oh Gott, ne. Ach doch, nicht so ein Rätsel. Ich dachte schon. Okay, dann machen wir es direkt. Oh, doch. Oh, nicht schon wieder. Mann, das ist so unnötig. Oh Gott, dieses Rätsel. Ich mag es nicht. Oh shit, das war dumm. Und wir sind wieder zurück. Ja, das ist die große Frage. Wie schaffen wir das jetzt hier am besten hier durchzukommen, ohne... Ah, shit. Okay, dann weiß ich ein bisschen Bescheid, dass das Ding nach unten geht. So, dann warten wir mal hier. So, das Ding geht erstmal so hin. Können wir hier hin. Bleiben wir einfach mal hier hinter und können direkt durchlaufen. Gut. So. Ja, lass uns weitergehen. Auf jeden Fall würde ich sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part von Pokémon Ranger 3. Auf Spuren des Lichts. Bis dann und ciao.